In diesem Beispiel ist ein Arduino als Abstandsmesser und Bewegungsmesser konfiguriert. Wir können hier auf der linken Seite den Abstandssensor sehen. Und wenn ich mich hier bewege, wenn ich meine Hand bewege vor und zurück, dann kann ich in Abhängigkeit vom Abstand sehen, wie die LED im unteren Bildteil schneller, wenn ich näher komme, und langsamer, wenn ich mich weiter entferne, blinkt. Das Ganze kann man sich auch ausgeben lassen. Aus einer Laufzeitmessung wird hier bestimmt, wie weit entfernt meine Hand ist. Das kann ich hier am Bildschirm mal zeigen. Jetzt haben wir hier 16 cm, jetzt kann ich näher ran, 12, 10, 8 cm und dann eben wieder ein bisschen weiter weg. Also das funktioniert schon mal wunderbar. Und als zweites ist hier noch ein Infrarotsensor bzw. ein Bewegungssensor installiert. Wenn ich also hier meine Hand hinhalte, dann leuchtet die obere LED. Und wenn ich die wieder wegbewege, dann hält das einen Augenblick an und dann geht die LED wieder aus und zeigt, dass eben die Bewegung vorbei ist.